Ladies and jeans, it's Mr. Rodriguez, DJ Antoine, my name is MC Young. Hallo Party People, es wird Zeit für den nächsten Videoblog. Danke für die geilen Feedbacks, danke für die geilen PNs und für die wirklich freundlichen Postings auf meiner Pinnwand und Facebook, E-Mails, meine Website, also echt, echt geiles Feedback. Dankeschön für die letzten, ja, sagen wir mal, paar Monate, wo wirklich richtig viel los war. Letzte Information vom letzten Videoblog war ja mein Album Crank But Sexy. Einige, ja, News habe ich jetzt, und zwar die aktuelle Single, hoffentlich kennt ihr, René Rodriguez featuring MC Yanko, Rock'n'Roll. Sind wir jetzt gut in den Charts, in den DJ-Charts eigentlich eingestiegen. Und es gibt ein offizielles Video, ich hoffe, ihr habt es natürlich schon gesehen. Also wer noch nicht, auf YouTube einfach René Rodriguez, Rock'n'Roll, dann Official Video, draufklicken und ansehen. Was hat sich noch getan? Es hat sich getan, ja genau, eine neue CD habe ich. Und zwar nicht direkt ein Album, das wäre ein bisschen zu schnell gegangen. Was ich habe, und zwar die neue DJ Charts Austria. Warum macht der René da Werbung dafür? Die Volume 7 gibt es ab jetzt im Handel. Weil ich da CD 2 gemixt habe. Ein kleines Foto hier oben. Ja genau. CD 2 mit oben dabei, Swedish House Mafia, Dada Life, Martin Solberg, Madeleine Miles, ja, Fidel Legrand, alles was dazugehört, alles was international auch so läuft, so wie meine Tracks, natürlich was habe ich oben, René Rodriguez und Sivana Ries featuring MC Yanko Rock'n'Roll. Natürlich alles gemixt und ich muss sagen, eigentlich ein feiner Mix geworden, dauert ungefähr 1,5 Stunden, also fürs Auto glaube ich perfekt und gibt es ab jetzt, wie gesagt, im Handel, die neue DJ Charts Austria, Volume 7. Was haben wir noch Neues? Ja, genau. Heute Information von Ö3 bekommen, deswegen natürlich auch ein kleiner Grund, warum machen wir noch einen neuen Videoblog. Die gemeinsame Single mit DJ Antoine, also René Rodriguez vs. DJ Antoine, featuring MC Yanko, Shake 3-mal, dass ich alles habe, ganz offiziell, ist ab nächster Woche in den Verkaufscharts in Österreich, und zwar unter den Top 40. In den Austria Top 40 ab Freitag müsste es eigentlich bei Gustav Götz auf Ö3 eigentlich laufen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr einfach reinhört, und wie gesagt, ich glaube so um die 40, also ich schätze mal 36 wird sich ausgehen für die Verkaufscharts. Das ist natürlich eine richtig, richtig geile Nachricht. Was will man mehr als österreichische Musiker in den Verkaufscharts in Österreich reinzukommen? Und dann natürlich mal ein dickes, dickes Dankeschön an euch. Wirklich, ihr unterstützt mich extrem. Ich weiß es auch extrem zu schätzen, und ja, würde mich freuen, wenn wir uns natürlich jetzt öfters bei Gigs sehen, wenn ihr mitfeiert und natürlich mich weiter unterstützt. Und ja, würde mich auf jeden Fall auch natürlich über diesen Videoblog oder diesen Videoblog freuen, wenn ihr Feedback gebt. Einfach auch, wenn ihr Informationen habt, Anregungen oder einfach, wenn ihr mir schreiben wollt, einfach auf Facebook, René Rodriguez, Fanseite oder Privatseite. Die Privatseite ist leider schon ein bisschen voll, aber Fans kann man immer brauchen, also die ist unlimitiert. Einfach eine Nachricht schreiben, und ja, ich schreibe sicher zurück, das kann ich euch versprechen. Und eine Nachricht habe ich noch zum Schluss, und zwar habe ich einen Flyer, und zwar wir sind Disco unter dem Motto, das Empire St. Martin sperrt am 31. August, das ist ein Mittwoch, wieder natürlich die Türen auf und bin natürlich wieder mit dabei. Also Big Big Opening am 31. August, mit meiner Wenigkeit René Rodriguez natürlich. Bin natürlich auch so oft es geht, jeden Freitag und Samstag ab jetzt wieder in Empire St. Martin. Ja, und würde mich freuen, wenn mich da ein oder andere auch besucht aus einem anderen Bundesland. Seid immer herzlich willkommen. Einfach PN schreiben auf Facebook, und ja, steht von mir aus auf der Gästeliste, und wir feiern zusammen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen heißen, heißen Tag und genießt die letzten Sonnenstrahlen im Sommer 2011. Dankeschön. Ciao.